Es geht bei Time Travelers darum, dass wir uns Gedanken machen über was die Zeit mit uns tut eigentlich. Dass man die Vergangenheit spürt und vielleicht auch vorsichtig in die Zukunft blickt, was ja eine ganz persönliche Erfahrung ist. Es klingt erstmal sehr, sehr theoretisch, aber es ist eigentlich eine, ich finde, sehr berührende Vorstellung, wo die Zeit und das Vergehen eine zentrale Rolle spielt. Da hat sich grundsätzlich nichts geändert, aber ich glaube schon, dass manche Themen wie Isolation oder Einsamkeit, also für mich persönlich hat das schon eine andere Bedeutung bekommen in den vergangenen 2-3 Jahren und ich denke, das geht vielen so. Das Schöne an solchen interdisziplinären Projekten für uns ist, dass wir in der Lage sind, eine andere Nähe zum Publikum zu erreichen. Also die Begegnung mit dem Publikum ist eine andere als bei einem normalen Konzert. So, wenn ich mich da so sehe und ich spreche, ich glaube, 10-mal von Nähe, dann hat dieses Begriff zum Beispiel natürlich eine völlig andere Bedeutung jetzt. Es hat auch dazu geführt, dass wir die Vorstellung ganz neu konzipiert haben eigentlich und wir andere Wege gesucht und auch gefunden haben, um diese Nähe zu schaffen. Das Publikum wird zum Teil zu wenig Ohren und Augen haben, um das alles zu verarbeiten sozusagen. Und das finde ich auch schön, dass man natürlich die Musik oder die Gefühle, die die Musik vermitteln soll, noch erweitern kann durch Bild, durch Tanz, durch Bewegung. Hauptbestandteil dieser Vorstellung ist Jonathan Dove's The Passing of the Year, ein Werk für zwei Chöre und Klavier. Darin steht der Werdegang von den Jahreszeiten zentral, dient aber auch als Metaphor für das Leben und das Fortschreiten der Zeit. Und ich habe nun in diesem Thema andere Werke ausgewählt, habe versucht, diese Metaphor nochmal klarer hervorzubringen, bin dann gelandet natürlich bei Brahms, weil ich eigentlich immer bei Brahms lande und habe dazu noch Werke von Dowland ausgewählt, aber auch von Robert Heppener, ein Holländer, der ein sehr schönes Stück für 4 Chöre geschrieben hat. Also Gott sei Dank haben wir an der Musik gar nichts verändert. Das funktioniert nach wie vor. Das Schöne ist, wir haben gerade wieder angefangen, das vorzubereiten und ich freue mich umso mehr um dieses Programm. Die Musik ist so, so, so schön.